alle zu. Einmal alle laut Ja rufen dahinter. Ja, soll es losgehen? Ja. Super, seid ihr alle gut angekommen hier? Ja. Und dann fangen wir jetzt an. Also wir sind hier am Leipziger Platz, nicht auf der Leipziger Straße. Wir haben kurzfristig von der Polizei gebeten, möglicherweise auch vom Innensenator, SPD geführten Innensenator, dass wir diese Demo Fahrradkampfansage SPD heute nicht machen sollen, nicht machen dürfen, da, wo wir eigentlich hinwollen, da, worum es geht. Die Leipziger Straße ist die unsicherste Hauptstraße in Berlin. Wir haben mit der Berliner Morgenpost 50 Fotos von Radwegen hochgeladen. Das ist die Straße, die schlechteste Bewertung bekommen hat. Fast kein Mensch würde hier sein Kind alleine Fahrrad fahren lassen. Und das hat der damalige SPD-Staatssekretär, der Verkehrsstaatssekretär Gebler, jetzt der Chef der Senatskanzlei, gesagt. Radwege sind dann sicher, wenn wir unsere Kinder dort alleine Fahrrad fahren lassen würden. Genau deshalb sind wir hier. Genau deshalb haben wir an die 40.000, 50.000 Tage ehrenamtliche Arbeit geleistet. Sammeln von 100.000 Unterschriften. So schnell war es noch nie in Berlin, so schnell war es noch nie in Deutschland, so schnell war es auch in der Schweiz noch nicht. Wofür? Für ein Radverkehrsgesetz. Ein Radverkehrsgesetz, das sicherstellt, dass wir sichere Radwege für Jung und Alt haben, für Mann und Frau, für berufstätig, nicht berufstätig, für jeden in dieser Stadt. Radwege an allen Hauptstraßen, Radschnellwege, Fahrradstellplätze, alles, was eigentlich eine gute Fahrradstadt ausmacht. Das hat noch nichts mit Träumen zu tun. Das ist eigentlich Standard. Das ist etwas, was wir von unserer Stadt erwarten können. Im April 2016 lag ein Radverkehrsgesetz vor. Das haben wir als Initiativen, als Aktive geschrieben, unserer Freizeit, zusammen mit den Experten vom ADFC, vom VCD, Autofrei Leben, von bundesweit Leuten, die mitgeholfen haben, die mitgeschrieben haben, über Internet kommentiert. Dieses Radverkehrsgesetz lag Ende April 2016 vor. Das sind jetzt mehr als 2 Jahre rum. Passiert ist in dieser Stadt rein gar nichts. Kein einziger sicherer Radweg, immerhin 20, 30 Planer eingestellt. Jetzt kann es auch langsam losgehen. Tatsächlich sind aber auch 1, 2 Radwege gepinselt worden. In einer Qualität, wie wir sie nicht mehr haben wollen. Gepinselte Radwege sind nichts anderes als belanglose Straßenmalerei. Auf gepinselten Radwegen fahren LKWs drauf, parken Lieferwagen, parkt eigentlich wer immer es will, nur keine Radfahrer. Und diese Radwege... Diese 2 Radwege sind gepinselt worden und waren flugs zugeparkt. Deshalb brauchen wir das Gesetz, dass die Planer und Planerinnen nicht mehr auf die Idee kommen, eine solche beschissene Infrastruktur uns zu bieten. Nach dem, was wir hier vom Volksentscheid Fahrrad, ADFC, VCD, andere Initiativen, was wir in den letzten 2 Jahren oder den letzten 2, 3 Jahrzehnten in dieser Stadt an Arbeit geleistet haben. Nach der Wahl im September 2016 ist es im Herbst versprochen worden, alle Ziele, alle Forderungen des Volksentscheid Fahrrad sollen umgesetzt werden. 51 Millionen Euro soll pro Jahr verbaut werden. Bis März 2017 soll das Radverkehrsgesetz beschlossen sein. Passiert ist davon gar nichts. Wir sind in die Verhandlungen eingestiegen. Wir haben im Februar, März verhandelt. Im April lag ein Eckpunktepapier vor. Das wurde weiter verbessert. Im August 2017 gab es einen gemeinsamen Senatsbeschluss. Unter Beteiligung der Grünen, unter Beteiligung von den Linken, auch unter Beteiligung von der SPD. Es ist dann in die Ausschüsse gegangen, in Anhörung. Der Senat hat im Februar seinen abschließenden Entwurf vorgestellt. Der ging in die Lesung wiederum, die Ausschüsse, war beim Rat der Bürgermeister. Und jetzt, eine Woche bevor es losgeht, kommt die SPD mit einer Liste von 30 Punkten ein, die ihr noch einfallen. Und sagt, die müssen jetzt bitte auch noch mit rein. Deshalb ist gestern Abend der weite Gesetzgebungsprozess geplatzt worden. Ob das vor den Sommerferien noch klappt, dieses Radverkehrsgesetz zu entscheiden, es könnte passieren.
Aber deshalb sind wir hier, um der SPD ganz klar zu sagen, das, was sie gemacht hat, das war eine Kampfansage an das Fahrrad in Berlin. Ja, auch von uns vom ADFC ein ganz großes Dankeschön, dass ihr heute hier seid. Es ist wirklich wichtiger denn je, dass wir viele sind, dass wir gemeinsam hier sind und dass wir zeigen, dass wir in Berlin sicher Radfahren wollen. Wir lassen uns ganz sicher nicht an der Nase herumführen von der SPD. Wir haben 1,5 Jahre dieses Gesetz gemeinsam verhandelt. Die SPD war mit am Tisch. Und jetzt zu sagen, wir wollen nochmal ein komplett neues Gesetz, wollen plötzlich ein Autoteil im Gesetz, ist eine Unverschämtheit, die wir uns nicht bieten lassen. Und die Autos, die hier nebenan fahren, von denen gibt es 1,3 Millionen in ganz Berlin. Und Zehntausende kommen jedes Jahr hinzu. Wir ersticken in dieser Autoflut. Nicht nur platzmäßig, sondern auch in der Luft ersticken wir. Und genau dafür soll es das Mobilitätsgesetz geben. Und genau deshalb braucht es kein Autoteil, sondern es geht darum, andere Verkehrsarten zu fördern, wegzukommen von einer immer größer werdenden Flut von Autos, die diese Stadt überhaupt nicht mehr ertragen kann. Und ich bitte euch ganz dringend, und wir bitten euch ganz dringend, es ist ermüdend, auch wir haben keinen Bock mehr auf dieses Gesetz und hier rumzuhängen und dafür zu kämpfen, Tag für Tag. Und wir trotzdem bitten wir euch auch jetzt noch dran zu bleiben auf den letzten Metern. Es ist wichtiger denn je, dass wir alle dabei sind, dass wir alle wirklich zeigen, dass wir viele sind, dass wir stark sind und dass wir uns das nicht bieten lassen und das Gesetz noch vor der Sommerpause verabschiedet sehen wollen. Am nächsten Sonntag, 3. Juni, ADFC Sternfahrt, seid dabei. Wir wollen wieder über 100.000 Leute werden. Da können wir zeigen, wie viele wir sind. Da können wir es deutlich machen. Nächster Sonntag, seid dabei. Nächsten Sonntag ist nicht nur in 10 Tagen Sonntag, in 10 Tagen dieser Sonntag, der 3. Juni. Ist nicht nur die ADFC Sternfahrt die weltweit größte Fahrraddemonstration, ist auch das erste Mal der offizielle UN-Fahrradtag. Das erste Mal, dass das Fahrrad als das Verkehrsmittel gewürdigt wird, was es ist. Die pfiffigste Variante für die Fortbewegung der Stadt. Die Variante, die am schnellsten ausbaubar ist, die am wenigsten Auswirkungen auf andere hat. Es wurde auch noch kein Autofahrer von einem Radfahrer totgefahren. Gott sei Dank. Bitte kommt zur Sternfahrt, bitte begeht diesen Weltfahrradtag, bitte versprecht vor allem eure SPD-Abgeordneten an, wo immer ihr habhaft werden könnt, über Twitter, über Facebook, per Mail, in ihren Büros, in Wahlkreisbüros, in ihren Abgeordnetenbüros, wo ihr sie trefft, auf welchen Veranstaltungen, einfach mal die Namen in Google eingeben, ein bisschen rumschauen, wo sie sind, hingehen, Banner hochhalten, ansprechen, Fragen stellen, sie drauf trimmen. Dass bis zum 28. Juni, das ist die letzte Möglichkeit vor der Sommerpause, dass dieses Gesetz beschlossen wird. Dankeschön.